Hallo und herzlich willkommen auf Lorella.de. Schauen uns nun zwei weitere Aufgaben zum Punkt Ableiten an, wie sie im Abitur vorkommen könnten. Da hätten wir zum einen die Funktion x an Rad mal sinus 3x plus 1. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir haben einerseits ein Produkt und andererseits haben wir hier sinus von 3x plus 1 zwei ineinander geschachtelte Funktionen. Das heißt, wir brauchen hier sowohl die Kettenregel als auch die Produktregel. Allerdings, wir schauen immer zuerst, ja, was steht da außen? Ja, außen steht hier das Produkt, das heißt, wir setzen erstmal die Produktregel an. Das heißt, wir nehmen jetzt die Funktion u und v. Nun, das erste Produkt ist x Quadrat und das zweite, das ist Sinus von 3x plus 1. U Strich und v Strich. Nun, x Quadrat abgeleitet 2x und v Strich, das ist jetzt die Schwierigkeit. Was ist Sinus von 3x plus 1 abgeleitet? Und jetzt, wenn wir an so einer Stelle sind, wo wir hier in den Eintragungen das nicht mehr sofort eintragen können, dann gehen wir weiter und schauen, wir nehmen diese Aufgabe quasi als neue Aufgabe und rechnen erstmal davon die Ableitung und dann können wir am Ende die Produktregel machen. Das heißt, wir nehmen jetzt die neue Funktion, Sinus von 3x plus 1, nennen wir die mal g von x, Sinus von 3x plus 1 und nehmen die quasi als wäre das eine neue Aufgabe. Und jetzt müssen wir da schauen, was ist hier die innere Funktion, wir brauchen die Kettenregel, die innere Funktion v von x oder v, nur das ist das 3x plus 1. Und dann die äußere Funktion, das ist in dem Fall das Sinus, also Sinus von v. V' und U' wird bestimmt. Und 3x plus 1 abgeleitet ist 3. Und Sinus von v abgeleitet ist das Cosinus von v. Das heißt, unsere Funktion abgeleitet wäre dann, in dem Fall nicht f', sondern g'. G' von x ist in dem Fall u' mal v'. Genau, das heißt Cosinus von v. Cosinus von v, also Cosinus 3x plus 1, mal v', also mal 3. Und jetzt weiß ich, was diese Funktion g abgeleitet bedeutet. Das heißt, jetzt kann ich hier oben, anstatt das Fragezeichen hier hinschreiben, ja, das ist gerade 3 mal Cosinus 3x plus 1, ich mache das 3, die 3 an den Anfang. Cosinus 3x plus 1. Ja, mit ein bisschen Übung hätte man es auch schon direkt sehen können, dass es hier abgeleitet 3 mal Cosinus 3x plus 1 ist, weil es hier innen abgeleitet ist. Also die 3 kommt nach vorne. Allerdings, wenn man sicher gehen möchte, macht man es separat. Und jetzt habe ich alles, was ich für die Produktregel brauche. Das heißt, jetzt kann ich die Produktregel machen. F' von x, u' mal v plus u mal v'. U' mal v. 2x mal Sinus 3x plus 1 plus u mal v', also plus x² mal 3 Cosinus 3x plus 1. Jetzt könnte man hier noch die x ausklammern, wenn man das wollte. Das heißt, es würde dann hier stehen, das x ist weg, 2 Sinus 3x plus 1 plus nun hier das x Quadrat, 1x ist weg, das heißt es bleibt 3x übrig. 3x Cosinus 3x plus 1. Das wäre also die Lösung bzw. die Ableitung dieser Funktion. Also immer das Vorgehen, wenn man Kettenregel und Produktregel braucht, dass man zuerst schaut, okay, was fehlt, neue Aufgabe ausrechnen, oben einsetzen. Und dann am Ende die Regel, die man halt braucht. Schauen wir uns die zweite Funktion an. 2 minus 3x mal e hoch minus x. Das heißt, wir haben wieder ein Produkt. Das heißt, wir setzen die Produktregel an. U und v. Nun, das erste Produkt ist 2 minus 3x. Und das zweite Produkt ist e hoch minus x. Leiten wir das ab. U' und v'. Nun, 2 minus 3x, die 2 fällt weg. Minus 3x abgeleitet ist minus 3. Und e hoch minus x abgeleitet, hier bräuchte man genau genommen natürlich auch wiederum die Kettenregel, aber das können wir uns schenken, weil e hoch minus x ist ja e hoch minus 1x. Und man kann sich merken, weil e hoch x abgeleitet wiederum e hoch x ist, muss man einfach nur die Zahl, die hier oben steht, nach vorne tun und oben das gleich lassen. Das heißt minus 1 nach vorne, also einfach minus und oben genau gleich, also e hoch minus x.
Wenn man das weiß, dann braucht man die Kettenregel hier nicht. Und jetzt kann man einfach direkt die Gutdruckregel anwenden. F' von x, u' mal v plus u mal v'. Das heißt in diesem Fall minus 3 mal e hoch minus x plus u mal v'. Das heißt plus 2 minus 3x mal minus e hoch minus x. Das können wir vielleicht noch ein bisschen vereinfachen. Minus 3x, minus 3 e hoch minus x. 2 mal minus e hoch minus x ist minus 2 e hoch minus x. Und dann hier minus 3 mal minus e hoch minus x, also plus 3x e hoch minus x. Und dann sehen wir hier 3, minus 3 e hoch minus x minus 2 e hoch minus x. Das wäre in dem Fall minus 5 e hoch minus x plus 3x e hoch minus x. Das wäre dann die Ableitung dieser oberen Funktion. Dankeschön.